Hello Boys and Girls und willkommen zurück. Oh mein Gott, es ist mega komisch zu stehen, wenn man dreht. Ich fühle mich wie so eine Nachrichtensprecherin. Ja, wie ihr im Titel schon seht, geht es heute um Klamotten. Ich habe früher sehr, sehr häufig Secondhand-Videos gemacht, weil meine Familie einen Secondhand-Laden führt. Und es wird sehr häufig danach gefragt. Aber ich konnte einfach die letzten Monate nichts machen, weil ich war die ersten 3 Monate dieses Jahres in Spanien. Dann war ich kurz in Deutschland, aber dann war ich wieder in Indonesien. Also ich war quasi nur unterwegs. Aber ich bin jetzt seit 2 Monaten wieder hier und auch in der Zeit, wo ich zwischen den Reisen einmal hier war, habe ich ein bisschen gestöbert und habe 5 oder 6 Teile gefunden, die ich ziemlich cool finde. Ja, deswegen halte ich jetzt meine Schnauze und beginne mit dem ersten Teil. Teil Nummer 1, was ich mir gekauft habe, ist diese gute Jeans. Auf jeden Fall ist es eine Levis 550 und ja, die finde ich sehr cool. Ich bin ein bisschen in Zwiespalt damit. Ich muss euch sagen, ich stehe sehr, sehr doll auf Vintage Jeans. Ist ja auch total in seit gefühlt 3 Jahren oder so, weil ich habe einen relativ dicken Arsch. Und aber nicht so einen richtig coolen dicken Arsch, wisst ihr? Also nicht so ein, so, oh, ich habe einen Bubble Butt und gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, sondern ich habe einfach einen fetten Arsch. Deswegen sind diese großen Taschen bei diesen Vintage Levis Jeans für mich einfach sehr, sehr vorteilhaft. Die machen das sehr schön bei mir und deswegen liebe ich diese Hosen einfach, weil es so... Es sieht aus, als würde ich ins Fitnessstudio gehen, wenn ich die trage. Ja, und dann ziehst du die aus und denkst dir so als Mann, verdammte Scheiße, eben stand das noch, jetzt hängt das. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist immer noch das weite Bein. Ich kann mich da immer noch nicht ganz mit anfreunden. Man sagt ja auch immer, dass das eigentlich so eine schöne Linie macht, so ein weites Bein. Aber bei mir finde ich das irgendwie überhaupt nicht. Deswegen überlege ich, die unten enger nähen zu lassen. Aber das ist eigentlich gar kein Problem. Weil ich habe auch letztens eine Hose von mir oben enger. Also, ne, ihr kennt ja das Typische, es passt überall, aber hier oben steht es dann mega weit ab. Und das habe ich mir letztens auch an den Seiten abnähen lassen. Und es hat wirklich super funktioniert und sieht richtig gut aus. Deswegen überlege ich das mit dieser Hose auch zu machen. Ja, genau. Das war's. Nächstes Teil. So, das nächste, was ich mir geholt habe, ist diese Jacke. Das ist einfach so eine kurze schwarze Bomberjacke. Ich habe ehrlich gesagt nicht speziell nach sowas gesucht und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sowas schon mal woanders gesehen habe und gedacht habe, das will ich unbedingt haben, aber ich habe die irgendwie gesehen, habe die anprobiert und irgendwie war es das. Wir gehörten zusammen. Also ich finde irgendwie, die ist cool. Die sitzt irgendwie richtig gut. Die hat auch hier diese Reißverschlüsse, ich finde es schön irgendwie und das gefällt mir gut und ich finde, das ist echt so eine richtig coole Jacke, wenn du einfach Jeans und also so alles, ne, wenn du so Jeans und T-Shirt anhast, kannst du die einfach überwerfen oder jetzt auch in diesem Zusammenhang ist das passt irgendwie immer oder auch wenn du ein Kleid anhast oder so und deswegen habe ich gedacht, Jacken kann man nie, also das muss ich ehrlich sagen, jeder hat ja so einen Tick, ne? Manche haben es mit Schuhen, andere mit Handtaschen und bei mir sind das Jacken und Strickjacken. So, das nächste, was ich gefunden habe, ist dieses gute Teil. Ich habe einen krassen Favel für diese Teddyfelljacken und Moin Yamina hat letztens schon zu mir gesagt, Jaco, ich glaube, das wird ein Mikrotrend. Sie hat mir überhaupt erstmal den Unterschied zwischen Mikro- und Makrotrends erklärt, dass Mikrotrends nur so ganz kurz bleiben. Und sie hat gesagt, sie vermutet, dass Teddyfelljacken Mikrotrend sind und deswegen weiß ich gar nicht, ob die dieses Jahr überhaupt noch da sind. Aber ich werde sie trotzdem tragen. Ich finde die so geil und hoffe, dass es das, ja, das, ja. Was war das für ein Satz? Auf jeden Fall finde ich die super schön, weil die ist halt so, das ist eine Teddyfelljacke. Aber sie ist auch so ein bisschen schicker. Also es ist jetzt nicht nur so trendy, oh, ich gehe ein bisschen durch Berlin, trage meine Lederpants und habe meine Teddyfelljacke drüber. So eine habe ich auch vor 1,5 Jahren gekauft. Sondern das ist so eine, die kann ich auch über was Cooles anziehen, aber die kann ich auch über was Schickes anziehen. Also ich könnte jetzt auch damit in die Bank gehen, weil die fällt so ein bisschen... Also in meiner Welt könnte ich damit in die Bank gehen. Leute, die in der Bank arbeiten, denken sich jetzt gerade so, naja, geht's. Ich habe... noch eine weitere Teddyfelljacke. Wer hätte es gedacht? Aber die ist so ein bisschen lässiger und die ist auch so ein bisschen dünner und wenn ich manchmal einfach rausgehe und es ist gerade im T-Shirt ein bisschen kalt, dann kann man die überziehen und man fühlt sich eher so, als hätte man einen Cardigan an, weil ich auch immer sehr viel spazieren bin und ich nichts mehr hasse, ich sag's euch, ich hasse nichts mehr, als wenn du dir so, als wenn du beim Spazierengehen schwitzt oder frierst, es muss immer das perfekte Outfit sein, dass es bequem ist, aber auch gut, das muss alles stimmen. Und deswegen habe ich sehr viele Jacken für verschiedene klimatische Bedingungen bei Spaziergängen.
Ja, das ist auch eine gute Ausrede, um sich eine ganze Menge Jacken zu kaufen. Einige von euch haben den schon auf Instagram gesehen, schon vor Wochen. Also den habe ich irgendwann im Sommer oder Frühjahr oder so gekauft. Und ich glaube, es wird jetzt Leute geben, die das richtig, richtig feiern und richtig cool finden. Und Leute, die das halt scheiße oder kitschig finden. Aber ich habe den gesehen und ich musste den einfach haben. Also es ist ein Bademantel, ein richtiger Bademantel. Guck mal, auf jeden Fall fand ich den richtig cool. Und ich kann euch sagen, ich habe schon getestet, in der Sauna fällt man definitiv damit auf. Also ich habe schon ein paar merkwürdige Blicke bekommen, von Männern wie auch von Frauen. Aber ist mir egal. Ich habe mein Blümchen live gelebt und ich finde den einfach richtig cool. Ja, jetzt gibt es dazu gar nichts zu sagen. Ja, dann habe ich noch eine Sache hier, die habe ich letzte Woche, glaube ich, schon auf Instagram gezeigt. Das ist dieser Blazer. Und weil ich den mir heute rausgesucht habe, also heute habe ich diese Insta-Story gemacht, aber ich weiß ja nicht, bis wann ich dieses Video geschnitten habe. Ich finde die so cool, die Jacke. Die ist so gelb-schwarz und ich habe die gesehen und das Erste, was ich gedacht habe, war, oh, das hätte Clarissa getragen. Ja. Oder die Leute bei Clueless. Ew, get off of me. Und Kevin hat gesagt, die sieht nicht gut aus. Ich muss natürlich noch ein bisschen gucken, wie ich die kombiniere, damit die nicht altbacken aussieht, sondern halt cool. Am besten wäre natürlich irgendwie eine Hose in der Farbe, ne? Das muss matchen. Aua, aua. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal sagen, was eure Meinung ist. Es ist nämlich noch das Preisschild dran. So, und die letzte Sache, die ich mir im Secondhand besorgt habe, die habe ich aber auch schon echt richtig lange, sind diese Schuhe. Die habe ich aus Berlin und da habe ich auch echt viel Kohle für bezahlt. Ich möchte rote Converse Allstars schon so, so lange haben. Sie sind eine Nummer zu klein, ja, und sie drücken vorne an den Zehen, aber das ist mir egal. Ich bin so jemand, wenn ich was finde und es ist gebraucht und es ist auch eine kleine Nummer, zu klein oder zu groß, ich trage das dann trotzdem. Ob das gut für meine Füße ist, ist halt eine andere Frage. Also sie sind jetzt nicht viel zu klein. Ja, ich bin jetzt nicht verrückt und drücke mir vorne die Zehen ein, aber sie können echt ein bisschen größer sein. Also lange Fußnägel gehen auf jeden Fall nicht in den Schuh. Ja, Leute, das war's von mir. Das war mein Secondhand Try-on-Haul. Heute ein bisschen weniger Sachen, aber man muss ja auch immer nicht so ellenlange Videos machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Format immer noch cool findet, ob es euch Spaß macht, das anzuschauen. Dann mache ich das gerne öfter, weil es ist nun mal so, dass ich bin zwar kein Beauty-Girl, ich kann euch keine Schminke zeigen. Das alles irgendwie leider nein, obwohl ich das super spannend finde, aber jeder hat ja so seine eigenen Interessen. Aber ich zeige gern Secondhand-Sachen und ich kaufe gern Secondhand-Sachen und wenn es Leute interessiert, dann teile ich das gerne. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Ihr seid süß und klein und fein und rein. Bis dann. Ciao, Kakao.